Hallo und herzlich willkommen zu unserem 5. Jugendhackt Community Talk. Ich bin die Sonja und ich habe heute einen Gast bei mir, beziehungsweise nicht bei mir hier, sondern einige Kilometer weiter nördlich, ist der Clemens Gruber. Und wir fragen heute den Clemens zu seinem Hobby und zu seinem Tech-Projekt und zu seiner Leidenschaft seit vielen Jahren. Und zwar sind das Bienen und Civic Tech, Open Tech, Open Hardware-Geschichten. Ja, quasi wie man mit Technik die Welt der Bienen verbessern kann. Und was Clemens da alles dazu macht. Herzlich willkommen, lieber Clemens. Hallo, grüß euch. Hi, Clemens, ich sitze hier gerade in unserem kleinen eingerichteten Studio hier in Kreuzberg in Berlin. Wo bist denn du gerade? Ich bin gerade in Neustrelitz, mache eigentlich ein bisschen Urlaub von den Bienen, von der Technik und bin aber normalerweise in der Nähe von Berlin unterwegs. Herzlichen Dank, dass du heute, uns und der Community zur Verfügung stehst. Und liebe Leute, die ihr gerade zuschaut, ihr könnt jederzeit eure Fragen einfach in den Chat schreiben. Denn wen ihr hier nicht seht, aber der ist auch noch, der sitzt da hier ein paar Meter von mir entfernt hinter dieser Türe, das ist Philipp, der unser Community Manager, der macht heute die Regie und der schaut sich alle Fragen im Chat durch und kann mir die dann hier auch weiterleiten, damit ich sie dann nachher an den Clemens übergeben kann. Also Clemens, wir waren relativ begeistert, als wir gehört haben, dass du für uns zur Verfügung stehst. Und zwar, Bienen, wissen wir alle, sind wichtig für das Ökosystem, sind auch ganz süß, mögen wir alle lieber als Wespen, sind viel netter, haben auch ganz, vielleicht kommen wir da später auch noch drauf, ganz interessante demokratische Werte als irgendwie so ein Bienenvolk und sind super, super nützlich für das Klima, für unser Ökosystem und sind aber eigentlich Wildtiere, ja, genau. die auch irgendwie eine bestimmte Hege und Pflege brauchen, aber auch irgendwie nicht zu viel gestört werden sollen. Ja. Und Clemens, du bist ja seit vielen Jahren, mehreren Jahrzehnten, habe ich gehört. Bist du bin so alt. Bist du Imker? Ja, genau, ich bin Imker. Und damals war das noch alles relativ unspektakulär. Und die Imker waren eben alte Leute, die jungen Imker waren 50 aufwärts. Und ich war, ich glaube, 17 damals oder 16 im Imkerverein, war der Jüngste natürlich. Und der Nächstjüngste war dann eben so vielleicht um die 40. Also es war noch kein trendy Hobby wie heutzutage, sondern es war eher so ein Altherrenverein und die Damen, die Frauen, die Mädels waren auch nicht so ganz begeistert von der Imkerei. Ja, aber Gott sei Dank geändert in den letzten Jahren. Das ist cool, ja. Es gibt so einen netten Begriff, den ich schon mal von dir gehört habe, wie du dich selbst bezeichnest, und zwar als Techno-Imker. Genau, ja? Als Techno- oder Elektro-Imker hat nichts mit dem zu tun, was vielleicht hier oder in Berlin auf der Straße manchmal los war, zur Love Parade oder so, sondern es geht tatsächlich um Technik. Darum, dass wir halt die Bienen quasi mit Technik in Anführungszeichen beobachten, monitoren. Beobachten klingt natürlich immer so ein bisschen nach NSA, sage ich immer. Also es gab auch mal eine Zeit, da kann man gesagt, wir sind NSA-Imker, aber die Guten natürlich. Okay, ja, also Clemens, du bist ja in mehreren, also du hast Erfahrung als Imker, da kommen wir gleich auch noch darauf, was man da eigentlich als Imker alles machen muss. Aber du bist auch in einem Open-Source-Projekt, und zwar auf hiveeyes.org oder community.hiveeyes.org treibst du dich da herum in so einem Open-Source-Projekt, das zum Ziel hat, die Welt der Bienen zu verbessern und mit Technik die Werkzeuge der Imkerei besser zu machen oder da mit einer Open-Source-Technik dem nachzukommen. Erzähl uns mal ein bisschen was, aber was macht man denn überhaupt so als Imker, bevor wir uns jetzt
zu dem Part kommen, wie das mit Public Interest Technology und Civil Science alles verbessert werden kann. Was sind denn überhaupt so die Basics? Bienen, was machen die denn überhaupt so? Ja? Genau, wie du schon gesagt hast, sind Bienen halt Wildtiere und man wird jetzt erstmal davon ausgehen, dass die Bienen ohne uns überleben können. Das können sie in gewissen Rahmen auch, aber wir haben halt eine ausgeräumte Landschaft mittlerweile. Mittlerweile geht es den Bienen, wie ihr vielleicht wisst, besser in der Stadt als irgendwie auf dem Land, weil da eben eher Pestizide eingesetzt werden, weil Monokulturen da sind, weil eben das Ökosystem nicht mehr so ist, wie es vielleicht mal vor 200-300 Jahren war, weil auf Getreidefeldern eben keine Kornblumen mehr wachsen, sondern eben nur noch Getreide und alles andere natürlich totgespritzt wird, um Erträge eben zu erhöhen. Und so ist es auch mit den Bienen halt ein bisschen schwierig, im eigentlich normalen Habitat, Landwirtschaft, Kulturlandschaft, sage ich jetzt mal. Und deswegen geht es den Bienen in der Stadt fast besser, weil sie hier durchgehend, wir Imker sagen, dann einen Trachtband haben. Also die Bienen vermehren sich ja und sind eigentlich immer auf Nektar angewiesen und Pollen, den sie eben dann eintragen können aus dem Winter. Dafür machen sie ja dann den Honig, damit sie da eben eine Reserve haben. Und dieses Trachtband ist eben in der Landwirtschaft gar nicht mehr so sehr da. Also man hat vielleicht diese Rapsfelder gesehen vor ein paar Wochen. Da war eben noch relativ eine Massentracht, sagen wir dann da. Aber danach ist wenig los. Und in der Stadt gibt es eben immer wieder mal eine Hecke, die blüht, die Linden, die blühen, eine Parkanlage, ein Friedhof, wo vielleicht irgendwie was blüht. Also da ist die Versorgungslage eigentlich besser als eben auf dem Land momentan. Und deswegen müssen wir eben auch auf die Bienen ein bisschen mehr aufpassen als vielleicht früher. Außerdem kam dazu, ich sage es jetzt einfach mal, die Varroa-Milbe kennt man vielleicht auch. Das ist ein Schädling aus Asien, der eingeschleppt worden ist. Und den müssen wir halt leider bekämpfen. Wir haben das zuerst auch mit harter Chemie, sage ich mal, gemacht. Und in letzter Zeit gibt es eben organische Säuren, die wir einsetzen, die eben nicht mehr so schwierig sind, die auch sich schneller abbauen als andere. Aber deswegen müssen wir uns eben um die Bienen kümmern, weil sie zwar noch ein Wildtier sind, aber eben immerhin die Pflege eben von uns brauchen. Und es ist wie mit den Katzen auf der Straße. Wenn es genug Mäuse gibt und der Bauer vielleicht auch mal eine Milch draußen stehen lässt, dann werden die dick und fett, sage ich jetzt mal. Und wenn das es halt nicht gibt, dann ist es eben schwierig auch zum Überleben. Und so ist es mit den Bienen. Cool. Ja, danke. Das ist etwas, das habe ich selbst auch, bevor ich gewusst habe, dass wir heute dieses Thema haben und ich das so ein bisschen näher reingeschaut habe, gar nicht so gewusst. Ne? Ich habe immer so gewusst, ja, Bienensterben, für die Bienen ist es schwierig. Aber warum genau das so ist, eben, dass dieses Trachtband, wie du gesagt hast, die Nahrungsaufnahme am Land jetzt unterbrochen ist. Ja, und ja. Das ist jetzt in der Stadt besser haben, das wusste ich vorher gar nicht so. Und was ist es denn jetzt als Imker oder Imkerin, was sind denn so die genauen Aufgaben, die man normalerweise macht, wenn man da jetzt so einen Bienenstock oder mehrere Bienenstöcke beaufsichtigt? Wie ist denn sozusagen der Ablauf? Also wir müssen einfach in diese Völker reingucken. Wir können eben von außen zwar am Flugloch einige sehen, ob da viele Bienen fliegen oder nicht, ob das Volk tot ist, dann fliegt halt gar nichts mehr. Aber die Diagnosemöglichkeiten von außerhalb sind ein bisschen schwierig. Also da sieht man eben, ob sie Pollen eintragen, wie der Flugverkehr eben ist. Aber um mehr zu wissen von diesem Volk, müssen wir dieses Volk aufmachen und müssen eben die Waben uns angucken, die in so einem Bienenvolk innen drin sind. Und kurzer Zwischeneinschub. Und von so einem Volk, wenn du von so einem Volk sprichst, dann meinst du wirklich diese Holzcontainer, in denen da die Bienen drinnen leben, ne? Genau, das ist so eine Kiste, die kann man eben oben aufmachen und unten, man kann dann eben auch mehr Kisten draufstapeln. Es gibt aber auch andere Beutensysteme, heißt es dann bei den Imkern, also andere Behausungsarten. Es gibt auch Klotzbeuten, da hat einfach einen Stamm ausgehöhlt. Das ist so eine natürlichere Art der Bienenhaltung. Es gibt sehr viele, aber im Prinzip muss man dann eben dann, wenn man die eben intensiver betreuen möchte, das aufmachen und reinschauen. Und das kann man sich vielleicht so vorstellen, wie wenn ihr jetzt gerade auf dem Sofa sitzt und Jugendhackt Community Talk hört und auf einmal geht eure Decke auf oben und irgendjemand guckt da rein und greift vielleicht auch noch irgendwie
auf euer Sofa und hebt es mal raus und guckt es mal an und setzt euch dann wieder rein. Dann denkt ihr natürlich auch, Mist, was denn jetzt passiert? Mega Stress. Das stört euch natürlich auch. Außerdem ist es, wenn er euch dann wieder reinsetzt, er oder der Imker oder die Imkerin, ist natürlich nicht mehr alles so, wie es war irgendwie. Da ist vielleicht ein Stück abgebrochen vom Tisch oder irgendwie von der Wand ist ein bisschen Putz weg oder was auch immer. Also es ist auf jeden Fall immer eine Störung für die Bienen, wenn wir diese Bienen eben inspizieren, wenn wir da durchschauen, heißt es dann eben. Und deswegen versuchen wir halt, diese Durchsichten auf ein Minimum zu reduzieren. Im Winter haben wir da nicht so viel zu tun. Da schauen wir einfach irgendwie, ob das Futter passt, ob genug noch drin ist, dass sie eben bis zum Frühjahr kommen. Meistens ist es so, wenn man genug eingefüttert hat, ist das eh überhaupt gar kein Problem. Und im Laufe jetzt der Saison müssen wir eben schauen, wollen sie schwärmen, wollen sie nicht schwärmen, haben sie eben auch noch genug Futter drin, haben sie genug Platz, damit sie eben Honig einlagern können, Nektar einlagern können. Und da sollte man dann eben alle 10 Tage so mal reinschauen. Und das ist natürlich immer eine Störung. Ja klar, deswegen haben ja auch die Imker und Imkerinnen haben ja dann auch so eine Schutzkleidung an. Ne? Die sind ja von oben bis unten geschützt, damit sie nicht von den Bienen attackiert werden. Ne? Aber besser wäre es, man müsste... Wir haben ganz friedliche Bienen. Also normalerweise braucht man das auch nicht. Aber man geht natürlich manchmal auch an die Bienen ran, wenn das Wetter komisch ist. Also die merken das einfach viel früher, wenn ein Gewitter zum Beispiel aufzieht und dann steht man da am Stock und denkt, was ist denn heute los mit denen? Und eine Viertelstunde später kommt das Gewitter, was man selber irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. Und deswegen ist es manchmal eben so, dass sie doch ein bisschen mehr, ein bisschen aggressiver sind, als wir es vielleicht erwarten. Aber im Prinzip sind das alles sehr friedliche Bienen und wir züchten die auch eben in diese Richtung, damit wir sie eben auch in der Stadt halten können. Also sonst ist die Akzeptanz natürlich auch eine schlechte von den Nachbarn. Oh wow, das ist super nett, dass es da auch Unterschiede gibt bei den, bei den Bienen. Das ist da super interessant zu hören. Natürlich, wie bei unterschiedlichen anderen Tierarten auch, dass da so Charakteristiken aufkommen. Wie ist es denn? Also was gibt es denn da für Möglichkeiten, da Veränderungen bei den Bienen zu sehen oder welche Veränderungen können das denn sein? Im Winter hast du gesagt, lässt man sie eher in Ruhe, weil da produzieren sie den Honig, so wie ich das verstanden habe, mit dem, was sie da das ganze Jahr über gefuttert haben? Da verbrauchen sie den Honig im Winter. Also die lagern den hier ein, bis jetzt ungefähr. Die Lindentracht ist so zum Beispiel in Berlin so die letzte Tracht, die es gibt. In der Heide gibt es dann noch ein bisschen später was. Schwarzwald ist Tanne, da gibt es auch noch ein bisschen was. Aber da arbeiten sie sich auch sehr auf. Also Völker, die dann in so einer Spättracht, sagen wir dann da, noch Honig einlagern, haben es schwieriger zu überwintern. Also in Berlin ist es jetzt ungefähr zu Ende und jetzt wird eigentlich schon wieder umgeschaltet auf den Erhaltungsmodus. Also es wird nicht mehr groß was eingetragen, ein bisschen Pollen vielleicht noch, aber sonst gibt es eben auch nicht mehr. Und jetzt wird noch ein bisschen Brut produziert, auch schon weniger als bis so Johanni, also das ist so, dass der Sonnenhöchststand ist auch das höchste Entwicklungslevel des Volks. Und dann bereiten die sich quasi schon vor den Winter vor, machen ein bisschen mehr Kittharz zwischen die Rähmchen, also das ist so Baumharz, was die sammeln, damit wenn ein Sturm kommt, früher vielleicht im Baum und da ein bisschen an den Ästen wackelt, dass es dann eben auch stabiler ist. Und außerdem werden jetzt die Männer, für die Männer ist es jetzt eine ganz schlechte Zeit, weil die werden rausgeschmissen. Also die Bienenkönigin hat sich quasi schon vermehrt und die Männer brauchen es jetzt nicht mehr und die werden dann tatsächlich... Drohnen nennt man die, gell? Drohnenschlacht heißt es noch martialisch. Die werden dann rausgeschmissen aus dem Volk, weil die sind tatsächlich nur noch nutzlose Mitesser. Und die werden jetzt vertrieben. Ja, was ist da für so unterschiedlicher Zyklus hier im Jahr, der sich da so in einem Bienenvolk abspielt? Was gibt es denn für euch für technische Möglichkeiten, dass ihr eben nicht alle 10 Tage da reingehen müsst, um die Wohnzimmerdecke der Bienen aufzureißen? Ja. Was hast du denn da für Möglichkeiten? Also wir haben relativ einfache Geschichten, sind Temperatursensoren. Das ist ja zum Beispiel das Hello World, sage ich mal, der IoT. Also das ist das, was jeder quasi macht, wenn er eben einen Raspberry mal hat oder einen Arduino, dann
kann man da eben so einen Temperatursensor anschließen. Wir haben eben so digitale Temperatursensoren, DS18B20, und die kann man auch schön an der Reihe auffädeln und kann dann eben mit einem Kabel da nur in den Stock und hat dann vielleicht 5, 6 Temperatursensoren dranhängen und kann da die Stocktemperatur messen. Und das ist was ganz Spannendes, weil die Bienen haben bei der in der Brut, in dem Brutbereich 35 Grad, relativ konstant. Also das ist wirklich, ob es draußen irgendwie im Januar halt vielleicht minus 10 Grad hat oder jetzt im Sommer auch mal vielleicht plus 40 Grad, da halten die konstant 35 Grad, weil das genau die Temperatur ist, was die Bienen brauchen zur Entwicklung. Ich kann euch da auch mal noch eine Folie dazu zeigen, wenn ich gerade darf. Ja, bitte. Clemens hat uns auch ein paar Illustrationen mitgebracht, oder können wir nachher auch ein paar Fotos von der Technik sehen? Jetzt zeigt es uns. Also das ist halt so eine Brutwabe. Man kennt ja normalerweise nur diese Löcher in der, diese Sechsecke, und die sind eben komplett ausgefüllt mit Brut. Und die produzieren natürlich auch Wärme, wenn sie eben in dem Stadium sind, wie man es jetzt hier sieht. Das ist verdeckelte Brut. Und brauchen aber eben auch Wärme, wenn sie noch kleiner sind. Das ist wie bei Babys, die brauchen auch ein bisschen mehr Wärme am Anfang. Und wenn sie dann ein bisschen größer sind, können sie eben auch selber Temperatur erzeugen oder sich selber eben warm halten. Und das ist eine spannende Geschichte, weil diese Bienen eben das relativ konstant auf 35 Grad halten. Nur, wenn es ein bisschen wärmer wird, dann kann es eben sein, dass ein Schwarm abgeht. Also wenn die schwärmen, hier gucken, dann schaut das eben so aus, das ist diese Traube, dieses Bienenvolk, das dann das Bienenvolk verlässt, und die heizen sich so ein bisschen vorher auf, und auch an der Temperatur kann man dann eben hier zum Beispiel sehen, dass da irgendwie was passiert ist. Also man hat so einen leichten Temperaturanstieg und dann diesen Peak in der Mitte des Bildschirms, und das ist eben genau dieses Aufheizen vor dem Schwarmakt. Da können wir eben auch sehen, hallo, da ist irgendwie was passiert. Das ist nochmal ein anderes Bild, auch eben von einem Bienenvolk, das die Königin verloren hat. So in der Mitte, da wo der rosa Pfeil anfängt, sind verschiedene Temperatursensoren drin. Man sieht eben, dass die relativ konstant 35 Grad haben. Und dann passiert irgendwas in diesem Bienenvolk. Und ich nehme an, dass die Königin dann weg war. Dann schwankt die Temperatur auf einmal, also die geht dick runter, wird auch irgendwie inhomogener, ist eben nicht mehr konstant 35 Grad, sondern wackelt so ein bisschen. Und nach 21 Tagen sind dann die letzten Bienen geschlüpft, und dann brauchen sie diese Temperatur quasi nicht mehr. Und dann geht es komplett irgendwie aus dem Ruder. Und da sieht man dann eben, dass wirklich mit dem Volk irgendwas gar nicht stimmt. Ja, und wenn du jetzt, Clemens, wenn du jetzt so einen Sensor in deinem Schwarm eingebaut hast, oder in deinem Bienenvolk, also in dem Kasten dort, den Sensor eingebaut hast, und der zeigt dir diese Temperatur, ja, da kann ich das so verstehen, dass dir dann der einfach dann die Möglichkeit gibt, darauf zu reagieren. Genau, also dann ich, es ist quasi so, wie wenn irgendjemand sagt, die Fabrik läuft einfach und alles ist in Normwerten. Und wenn halt irgendwie so ein Event dann passiert, dann kann ich halt eingreifen. Aber ich muss eben nicht jedes Mal reingucken. Und das wäre so, wie wenn in der Fabrik halt irgendwie eben alle Maschinen angehalten werden müssten. Und dann macht man die Maschine auf und guckt erstmal rein und sagt, okay, alles okay, alle Zahnräder noch geschmiert und so weiter. Und das will man ja nicht. Man will ja diesen Produktionsablauf oder eben dieses biologische System Bienenvolk nicht stören. Und deswegen schaut man eben auf so Normwerte, sage ich mal, und nur wenn da irgendwas passt, dann macht man da eben was anderes. Ja, und ich weiß auch schon, dass der Temperatursensor eine Möglichkeit ist, aber es gibt auch noch andere Faktoren, die man da, oder andere Arten der Sensoren, die man da reinbauen kann und die einem unterschiedliche Sachen sagen können. Genau, die Waage ist zum Beispiel sowas. Also man wiegt da nicht eine einzelne Biene oder so, sondern dieses ganze Volk mit 20, 30.000, 40.000 Bienen steht auf einer Waage, und man sieht dann eben, wie da Nektar reinkommt. Man sieht eben zum Beispiel,
am Tagesanfang, dass eben ja, Bienen das Volk verlassen. Also man weiß eben dann, wenn das 100 Gramm Minus hat, die Waage, und es passiert nichts anderes, dann sind es 1000 Bienen, die da gerade eben den Stock verlassen haben. Und die kommen dann natürlich auch wieder zurück, mit Nektar allerdings. Und man sieht dann eben am Ende des Tages, das Volk hat 2-3 Kilo zugenommen. Und das ist der Nektar, den sie eingetragen haben. Und man sieht dann eben auch wieder im, in der Nacht, dass es auch wieder weniger wird, weil der Nektar eben 80% ja, Wasser hat. Und den müssen die Bienen wieder trocknen, um einen, ja, einen Honig zu bekommen, der eben 20% Wasser hat, der dann eben nicht gärt, der haltbar und lagerfähig ist. Und das sieht man eben dann auch mit der Waage. Außerdem sieht man natürlich im Winter, ob es einfach reicht mit dem Futter, ob noch genug da ist. Und das ist eben eine relativ einfache Geschichte für uns Imker zu sehen, was ist mit dem Bienenvolk gerade los. Wurde vor allem von Wanderimkern entwickelt, die eben ihre Bienenvölker auch weiter weg haben und eben auch nicht reingucken konnten, sondern die haben ihre Völker da in Schwarzwald gestellt oder wo auch immer, nach Berlin vielleicht, zur Lindentracht, und konnten und wollten eben nicht immer reingucken. Und deswegen gab es eben diese Stockwagen. Und da hast du, du persönlich hast in einem Forschungsprojekt auch an der Uni Bremen mitgemacht, und zwar dem Bee Observer. Genau. Da wurden so Sensor-Kits, gebaut und auch oder zusammengestellt und dann auch verschickt an Leute, dass sie die dann an Imker und Imkerinnen lokal, dass sie die da einfach einbauen können. Da hast du uns auch ein paar Fotos mitgebracht. Vielleicht könntest du uns da mal zeigen, wie so ein Sensor-Kit aussieht und anhand des Fotos vielleicht so ein bisschen erklären, welche Technik da wie zum Einsatz kommt. Genau, also wir hatten eben die Idee, dass diese Imker uns Daten liefern und dafür quasi eben so ein Sensor-Kit bekommen. Man sieht auf der rechten Seite hier die Waage. Das sind also alles Alu-U-Profile, Alu-Quadratrohre, die einfach mit Schrauben zusammengebaut werden. Also wir, uns war es eben wichtig, dass man das eben auch ohne jetzt groß zu schweißen oder groß Technik einsetzen zu müssen, zusammenbekommt. Also das ist quasi diese Waage. In der Mitte sieht man mit diesem weißen Silikon die Wägezelle, die sich eben verformt durch Gewicht. Und die liefert dann eben im Millivolt-Bereich Werte an diese Box, die man links unten sieht. Und da ist eben ja, ein ESP32 drin, in dem Fall ein FIPI. Und der ja, liest diese Daten aus und sendet sie weiter. Daneben sieht man eben noch so einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, ein BME280, 260. Jetzt muss ich hier nochmal weiterschalten. Und hier sieht man es nochmal in groß. Also das ist genau dieser Mikrocontroller mit den Kabeln, die dann eben zu den Sensoren geht. Hier sieht man eben nochmal diesen Temperatursensor, der zwischen diesen Waben steckt und da eben diese Temperatur abnimmt, die wir gerade eben auf dem anderen Panel schon gesehen haben. Er steckt also direkt in diesen Wabengassen drin und kann uns da eben Temperaturdaten liefern. In diesem Käfig ist eben dieser Feuchtesensor, deswegen, weil eben der Feuchtesensor so ein ganz kleines Loch hat, wo eben dann die Luft zirkulieren kann und die Feuchtigkeit eben auch rein kann und die Bienen aber alles, was ja, sie so ein bisschen stört, zubauen. Und wenn die den natürlich zubauen würden, dann könnte er nichts mehr messen. Deswegen haben wir den in so einen Käfig gepackt. Und das ist eben so ein Sensor-Kit dann komplett mit Bienenstock obendrauf, hier eben mit einem Magazin. Manchmal haben die auch noch ein bisschen mehr Magazine. Genau, so schaut es dann aus. Ah ja. Ja, ziemlich geil. Ziemlich nett. Und da habt ihr einige von solchen Sensor-Kits verschickt in dem Forschungsprojekt, oder? Und was ist dann... einiges an Daten zu euch zurückgekommen. Wie helfen denn diese, also die Sensor-Kits helfen den Bienen und den Imkerinnen vor Ort? Und im Sinne von Citizen Science, kommt, wenn da auch Daten zurückkommen, was macht ihr denn damit? Wie ist es denn im Forschungsprojekt gelaufen? Genau, auf der einen Seite ist es natürlich so eine Hilfe, wie wir gerade gehört haben, für die Imker, dass sie eben sagen können, okay, ich muss jetzt was tun an den Bienen oder eben noch nicht. Auf der einen anderen Seite haben wir eben auch eine digitale Stockkarte. Da geben die Imker ein, wie es dem Bienenvolk momentan geht, ob genug Platz da ist oder zu wenig Platz da ist. Und wir
haben eben diese Sensordaten und wir möchten jetzt rausfinden, ob wir eben mit diesen Sensordaten quasi so Volkszustände dann eben prädiktieren können. Ob wir eben sagen können, okay, aufgrund dieser Datenlage hat das Volk jetzt genug Platz oder zu wenig Platz. Und wir haben eben auch noch vor, da sind wir allerdings gerade am Anfang oder es hat sich ein bisschen verzögert, Audio aufzunehmen. Also so ein Volk hört sich einfach auch anders an, wenn zum Beispiel eine Königin da ist oder nicht. Und das sagen die Imker zwar immer, ja, ein Volk, das ist dann aufgeregt und das braust mehr, wenn eben keine Königin da ist. Aber ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es immer so, ich bin so 80% vielleicht richtig. Also manchmal machst du ein Volk auf und denkst, das kann keine Königin haben, so wie das brummt. Und dann guckst du rein und dann hast du auf einmal, siehst du auf der Wabe rumlaufen. Die Imker markieren die meistens auch mit so einem kleinen roten Punkt oder gelben Punkt, je nach Jahreszahl, wann die geboren worden sind. Also sieht man dann auch gleich, wie alt sie ist. Und manchmal ist es ganz andersrum. Da sagt man, ja, Volk ist okay und dann hat es aber eben keine Königin. Ah ja. Ja, spannend. Also auch hier die Dinge, die man sonst so ein bisschen so im Gefühl hat, vielleicht irgendwie so, ja, meine Bienen brummen da gerade besonders wild, mit Daten zu hinterlegen und dann aus diesen Daten auch zu lernen und zu schauen, was gibt es denn da vielleicht für neue Anzeichen, die man so vorher gar nicht gehört hat oder gar nicht gewusst hat. Also zu den Audiodaten habe ich jetzt auch euch mal was mitgebracht und jetzt könnt ihr mal raten, welches Volk quasi das mit Königin oder ohne ist. Also das ist ein relativ kurzer Audioausschnitt, ungefähr so eine Minute. Das ist, die Zeitachse ist auf der X-Achse quasi aufgetragen und auf der Y-Achse nach oben sind verschiedene Frequenzen. Und also die tiefen Frequenzen unten und die hohen Frequenzen oben. Und je lauter diese Frequenzen sind, desto mehr gelb, rot oder grün ist es dann eben. Also rot ist quasi das lauteste und grün ist nur ein bisschen lauter als die Umgebungsgeräusche. Und ich war total faszinierend, weil ich habe einfach ein Handy irgendwie unter dieses Volk gelegt und noch gar nicht groß mit Sensorik und das dann eben mit so einem Open-Source-Programm dann auch ausgewertet und hatte dann eben Völker mit und ohne Königin. Und wenn man das jetzt sich anguckt, das ist das eine, das ist das andere Volk. Nochmal das andere. Wow. Das eine. Also man sieht auf einen Blick, dass sich da irgendwie was anderes ist. Und ich kann es euch verraten, das ist das Volk, das eine Königin hat. Und das andere Volk ist das Volk ohne Königin. Also man sieht eigentlich schon auf einen Blick, dass es da irgendwie ein bisschen durcheinander geht, sage ich mal, oder wie man es auch immer nennen möchte. Auf jeden Fall ist es ein komplett anderes Muster als bei einem Volk mit. Und das fand ich schon total faszinierend, also dass es quasi schon da so ein Motorgeräusch oder was auch immer oder so ein Rhythmus gibt, den die Bienen eben haben und der dann eben dafür spricht, dass eben eine Königin da ist oder nicht. Bei den Bienen geht das übrigens alles über Pheromone. Also da gibt die Königin Pheromone ab und das wird weitergegeben im Futteraustausch. Und dann merken die Bienen, die Arbeiterinnen, darüber, ob eine Königin da ist oder nicht. Und stellen sich dann eben entsprechend darauf ein. Ah ja. Und dementsprechend dann auch, nachdem ob die Arbeiterinnen-Bienen jetzt mit oder ohne Königin operieren, machen sie dann halt mehr oder weniger Lärm. Machen wir andere Sachen, genau. Also wir wissen gar nicht, ob das jetzt überhaupt ob die wirklich Lärm machen oder ob so ein Artefakt einfach nur ist. Also es kann einfach auch sein, dass die mehr rumrennen, dass sie irgendwie mehr durcheinander sind. So eine Königin heißt ja eben auch für ein Volk irgendwie, dass eben kein Stress da ist, dass alles normal läuft. Und wenn die Königin weg ist, heißt es ja, dass die einzige Frau in diesem ganzen Volk, die überhaupt Eier legen kann, nicht mehr da ist. Also die Existenz des Volkes ist auch dann gefährdet, wenn die Königin nicht mehr da ist. Dann haben sie eben nur noch die Chance, aus Eiern, die vielleicht schon gelegt sind, nur sich eine neue Königin zu ziehen. Das muss aber relativ fix gehen. Also die Eier sind 3 Tage da und dann schlüpfen darauf so kleine Maden und die können vielleicht nochmal 1, 2, 3 Tage maximal umgemodelt werden zu einer Königin. Die kriegen dann anderes Fressen. Auch interessant, ne? Also die Königin entsteht nur dadurch, dass sie anderes Futter bekommt. Und das bestimmen die Arbeiterinnen. Also es bestimmt nicht die Königin. Man hat ja immer so diese Vorstellung, dass die Königin eigentlich die ist, die alles bestimmt. Aber nein, es ist nicht so, die Arbeiterinnen bestimmen. Total. Ja, das ist auch witzig. Das habe ich auch irgendwie in der Vorbereitung hatten wir schon mal ganz kurz drüber gesprochen, über diese Begrifflichkeiten im Bienenvolk. Und da hätte ich jetzt so eine Frage an die Leute, die uns gerade zuschauen. Was wisst ihr denn
über so Bienenvölker, beziehungsweise gibt es irgendwelche Fragen, die ihr habt? Ja, können jetzt sein zur Technik, von der Clemens jetzt gerade beschrieben hat, aber ihr könnt auch gerne in den Chat eure Fragen zu den zum demokratischen Aufbau des Bienenvolkes stellen. Ja, also jetzt haben wir gerade so erfahren, wie das mit der, wie die Königin sich so von den Arbeiterinnenbienen unterscheidet. Aber gebt uns im Chat, gebt uns alle eure Fragen bezüglich Imkerei und den Techniksensoren. Ja, wollen wir alles hören. Die kriege ich dann, der Philipp gibt sie mir dann live hier auf mein Handy, kann ich sie gleich dem Clemens zuwerfen. Ja. Jetzt wollte ich dich auch noch was fragen, Clemens. Jetzt haben wir da das mit den Audio, mit den veränderten Audiowerten besprochen. Ich weiß aber auch und haben wir auch am Anfang schon angekündigt, dass du gerade noch an einem offenen Community-Projekt arbeitest. Und zwar ist das Hive Eyes. Das ist ein Projekt von, also Hive, sowie der Bienenschwarm. Stock. Hive ist der Schwarm. Ja, genau, danke. Hive, also Augen im Stock, Stockaugen. Ja, genau. Also, wir haben uns, irgendjemand hat sich das bei uns mal ausgedacht und es ist dann so geblieben. Es war keine demokratische Entscheidung. Im Gegensatz zu den Bienen. Nein, genau, also Hive-Eyes, Hive der Bienenstock und Eyes, also Augen, genau. Also wir wollen irgendwie in diesen Bienenstock reingucken, aber eben nicht mit aufmachen, nicht mit Bienen stören, nicht mit Waben rausziehen, sondern wir wollen eben möglichst mit Elektronik da reingucken. Und das waren einige Imker, vor allem so im Berliner Umfeld, aber wir sind, ich habe gestern nochmal geguckt, in der Community so um die 300 Leute mittlerweile, mehr oder weniger aktiv. Manche schnuppern natürlich, wie es überall so ist, einmal kurz rein und sind dann auch weg. Aber da gibt es eben einige, die sich des Themas angenommen haben und wir versuchen da eben zu supporten, wir versuchen selber irgendwie Technik zu entwickeln, sowohl in der Hardware als auch in der Software, haben da eben ESP32 momentan am Laufen, aber eben auch Arduino-Boards, Cortex-M0 basierte Boards, die sich sehr gut für die Audio-Geschichte einsetzen lassen, weil es eben von Arduino eben auch eine ganz nette Bibliothek gibt, die eben diese FFT-Analyse machen kann, die wir gerade gesehen haben. Und wir versuchen natürlich auch verschiedene Wegen, die Daten weiter zu transportieren. Also das Einfachste ist natürlich so ein ESP32, der hat ja WLAN onboard und dann kann man eben die Sachen einfach weiterschicken. Das ist gut. Da möchte ich kurz hinweisen. Danke, weil jemand aus dem Chat hat die Frage gestellt, wie verlassen denn diese Daten die Umgebung des Stocks? Ja, genau. Ja, sehr gut. Genau, also meistens ist es halt so, dass diese Bienen, wir könnten sie natürlich auch ans Glasfasernetz anschließen, aber die Bienen stehen halt meistens nicht unbedingt an der Ethernet-Steckdose, sondern sie stehen halt im Garten, im besten Fall, sage ich mal, oder im in Anführungszeichen schlechtesten Fall halt auf der Wiese, wo gar nichts ist, also wo man vielleicht auch nicht mal mehr ein GSM oder LTE oder was hat. Also deswegen haben wir eben auch verschiedene Möglichkeiten da geschaffen, per WLAN diese Daten wegzuschicken. Wir haben eben auch TTN, The Things Network, erschlossen, also per LoRa die Daten wegzuschicken. Da kann ich natürlich deutlich weniger Daten in einer kurzen Zeit wegschicken. Also für unser Forschungsprojekt BioObserver geht das zum Beispiel nicht, weil wir eben 6-mal in der Minute der Daten haben wollen. Und mit LoRa kann ich die vielleicht nur alle 5 Minuten schicken. Aber es ist halt eine relativ energieeffiziente Sache, wenn ich eben kein Gateway in der Nähe habe vom Things Network, kann ich mir eben auch eins dahinstellen für nicht mal 100 € und kann es eben auch selber, dieses Community-Netzwerk, erweitern. Und wir haben jetzt eben auch LTE erschlossen. Da gibt es eben auch neuere Standards, die ein bisschen energiesparsamer sind als GSM, NB-IoT. Und das können wir jetzt eben auch nutzen. Sind da aber auch gerade am Anfang. Also es ist nicht alles Plug and Play. Und wenn ihr jetzt meint, ihr geht mal auf unsere Seite und ladet euch die Software runter, dann kann es für die eine oder andere Sache funktionieren. Für die anderen Sachen sagen wir vielleicht auch
schön, dass du dabei bist. Programmier mit, mach irgendwie Hardware mit und toll, wenn du dich einbringst. Cool. Ja, danke, das ist eine gute Einladung an unsere Community, auch mal gerne auf der community.hiveeyes.org vorbeizuschauen. Und wir haben noch eine Frage aus dem Chat, und zwar zum Thema Hardware. Mit welchen Wagen arbeitest denn du da genau? Mit so Stockwagen oder was sind denn da die Geräte, die du dafür brauchst? Also wir hatten zuerst überlegt, ob wir irgendwelche fertig aufgebaute Wagen von eBay zum Beispiel kaufen. Die gibt es so um die 100 Euro, gibt es auch welche für 60 Euro. Und die dann eben quasi ummodeln und die ein bisschen hacken. Und waren da irgendwie nicht so ganz glücklich damit, weil die Wägezellen, die da verbaut werden, sind eben sehr unterschiedlich. Die können sehr stark auf Temperatur reagieren. Normalerweise ist es ja so, du hast eine Waage und stellst da irgendwie, keine Ahnung, eine Kiste Äpfel drauf, Sack Kartoffeln, was auch immer. Oder im Hackerspace vielleicht auch irgendwas anderes, das Filament für den 3D-Drucker und liest es dann ab. Dabei wird die Waage immer auch tariert, also die wird erstmal auf Null gestellt. Und wir können das nicht. Wir können das Bienenvolk beim Wiegen nicht jedes Mal wegheben und auf Null stellen und dann eben das Bienenvolk wieder draufsetzen. Deswegen brauchen wir Wägezellen, die relativ temperaturstabil sind. Und da haben wir jetzt welche von Bosche genommen. Das ist irgendwie ein Hersteller oder ein Vertreiber zumindest in Deutschland. Da waren wir relativ zufrieden, die sind aber für uns eigentlich zu teuer. Also wir wollen da keine 50 Euro für die Wägezelle ausgeben. Deswegen haben wir jetzt eben bei eBay welche bestellt oder bei anderen Wägezellenherstellern. Also es ist die reine Wägezelle, die wir nutzen und dann eben die Elektronik noch dazu. Momentan nutzen wir eben diese HX711 Wägezellen-ICs. Mit denen sind wir aber auch nicht ganz so zufrieden, weil die eben zum Experimentieren ganz schön sind. Aber da gibt es auch so ein paar Designfehler, gerade wenn die wie bei uns bei 3 Volt laufen und nicht bei 5 Volt. Und deswegen haben wir eben jetzt auch verschiedene andere Sensoren mal aus, andere ICs ausprobiert. Der ADS 1231 mit Texas Instruments zum Beispiel oder eben auch andere. Aber im Prinzip machen wir das selber, weil wir dann eben möglichst viel Kontrolle auch darüber haben und weil eben diese Temperaturabhängigkeit ein Problem ist, das wir nicht anders lösen können. Naja. Also richtig einfach alles selber reingehackt, Custom-Hardware-System hier. Soweit es geht, genau. Und wir können natürlich auch auf verschiedene Anforderungen reagieren. Manche haben eben so Stöcke, wie wir sie gerade vorhin in dem Bild gesehen haben, die eben eher nach oben wachsen und da eben eine Plattform brauchen von vielleicht 40 mal 50 Zentimeter. Es gibt aber eben auch andere Beutenformen, Lagerbeuten heißen die dann, die gehen eben in die Länge. Und da brauchen wir dann einen anderen Aufbau. Da haben wir auch Systeme zum Beispiel mit 2 Wägezellen. Da ist man dann eben flexibel. Wir haben auch schon Systeme gehabt mit 3 und 4 Wägezellen. Es gab ein cooles Projekt im Haus der Statistik am Alexanderplatz in Berlin. Da haben wir aus alten Fenstern Beuten gebaut. Und da haben normale Wagen einfach gar nicht drunter gepasst. Da mussten wir eben auch sowas machen. Und auch das geht. Also man ist relativ flexibel dann eben zu einer Lösung. Cool. Ich habe eine Frage aus dem Chat, und zwar, wie und wo werden denn die Daten gesammelt? Chat-Zuschauer, Zuschauerin interessiert sich für das Backend. Mhm. Ja, so ein bisschen. Also, wie sieht das aus? Wir haben verschiedene Backends, muss ich dazu sagen. Also auf der einen Seite gibt es eben dieses Backend bei HiveEyes. Also das ist eine Influx-Datenbank und da hängt eine Grafana-Installation dran, also eine Software zur Datenvisualisierung. Man ist da sehr flexibel, was man da irgendwie alles machen kann. Vielleicht kann ich gerade mal kurz noch was zeigen dazu, wenn die Zeit reicht. Ja, haben wir gerne noch. Moment, dann sieht man nämlich auch mal das. Das hier ist zum Beispiel so eine Grafana-Datenvisualisierung. Also man sieht eben hier, was auf und ab geht, diese grünen Zacken, das ist eben das Gewicht, Zunahmen eben am Tag, aber auch wieder die Abnahmen. Man sieht eben dann auch Tageszunahmen, diese lila Geschichten oder eben auch so eine Ampel hier mit den Zu- oder Abnahmen in dem ausgewählten Zeitraum. Also da kann man eben dann auch das anzeigen lassen. Das ist eben eine ähnliche Darstellung, ein bisschen größer. Übrigens ein Volk, das es leider nicht geschafft hat, das eben dann mit im Herbst Gewicht verliert. Und auch da sieht man dann eben, hallo, hier stimmt irgendwas nicht mit dem Volk. Ja. Und da haben die Imker allerdings nicht eingegriffen. Also das ist
Es war schön zum Demonstrieren, aber ein bisschen traurig fürs Volk. Genau, das war es eigentlich schon. Dazu zu dem Backend. Also wie gesagt, eine Grafana-Installation und eine Influx-Datenbank. Und beim anderen Projekt, bei BioServer, ist es eben so, dass die Daten auf dem Uniserver liegen, weil wir dann eben mit R auch Geschichten auswerten wollen und die da eben brauchen. Und das ist die Beep-App, heißt es dann, Stockkarten-App. Das ist von holländischen Kollegen entwickelt worden, ist auch Open Source. Und ich glaube, es hängt eine MySQL-Datenbank hinten dran. Und da gibt es eben auch noch diese elektronische Stockkarte, wo dann die Imker eben pflegen können. Hallo, die Königin ist da, die Drohnen sind nicht mehr da, der Platz reicht noch oder reicht nicht und so weiter. Ja, super nice. Super nice, da gibt es ja einiges zu tun und auch einiges an total spannenden Daten, wo man sich da super, super gut reinnerden kann. Ja. Mhm. Ich habe jetzt noch eine Frage an den Chat, und zwar habt ihr noch Fragen? Wir können dem Clemens noch gut die eine oder andere Frage stellen. Ja. Perfekt, kommt sofort die Frage. Und zwar, Clemens, wie ist es denn, wenn man jetzt selber als Imker oder Imkerin starten möchte und sich da irgendwie selbst einlesen kann? Wie fängt man denn am besten an? How to Imker? Gibt es da Chat, gibt es Treffen? Wie kann man Imkerin werden hier? Also das Wichtigste ist, sich nicht verrückt machen lassen. Es gibt so einen Spruch, der heißt, 2 Imker oder Imkerinnen, 3 Meinungen. Also jeder Imker hat da irgendwie seine Wahrheit gepachtet und ist da manchmal auch sehr dezidiert darauf, die zu verteidigen. Es hat sich jetzt ein bisschen geändert, also es war vielleicht auch bei den älteren Imkerinnen und Imker so. Aber es gibt da immer viele Ansichten. Also es ist halt eine Wissenschaft für sich und es gibt viele, viele, viele Bereiche, in die man sich da einlesen und einarbeiten kann. Die Bienen, die Biologie der Bienen, was mache ich mit Wachs, mit Honig, Beutenbau und so weiter, bis halt hin vielleicht zu der Elektronik. Also was immer ganz gut ist, sich irgendjemanden zu suchen, der auch Bienen hat in der näheren Umgebung, da irgendwie dem oder der mal über die Schulter zu gucken. Also es kann natürlich auch vielleicht mal frustrierend sein, wenn der Imker dann eben meint oder die Imkerin, ich müsste jetzt auf jeden Fall das so und so machen und der Imker-Nachwuchs dann meint, es ist anders. Also da sich auch nicht verrückt machen lassen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Ansichten und verschiedene Wege, die dann irgendwie nach Rom oder zu den Bienen führen. Und ist auch Sachen, klar. Also bleibt aber da nicht stehen. Also es ist immer gut, die Theorie zu wissen, ja, und da Bescheid zu wissen, auch vor allem die Bienenbiologie. Also es geht nicht nur, wie man das Volk behandelt, sondern auch vieles, wenn man eben weiß, wie funktioniert das mit den Bienen und der Fortpflanzung und was machen die überhaupt mit dem Honig und warum funktioniert das zum Beispiel eben nicht im August, September noch Königinnen zu ziehen. Manche meinen, es muss gehen, aber wenn man sich so mit der Biologie ein bisschen auseinandersetzt und weiß, wie so ein Volk tickt und wie der Jahresverlauf wichtig ist, dann hat man da auch sehr schnell das Gefühl dafür, was eben geht und nicht. Also lesen, so aber eben auch irgendjemanden über die Schulter gucken. Und da merkt man, glaube ich, auch relativ schnell, ob das für einen was ist. Und ist aber auch gefährlich, das Ganze, weil man kommt nicht mehr davon los. Also wenn du mal mit Imkern anfängst, dann ist es, dann bleibt man meistens eben auch dabei. Weil es einfach eine faszinierende Sache ist. Und ich mache das jetzt um die 30 Jahre schon und es ist kein Jahr wie das andere. Das ist halt das Spannende auch irgendwie bei den Bienen, dass so viele Einflussfaktoren und alles, was irgendwann schon mal funktioniert hat, muss im neuen Jahr nicht funktionieren. Es ist manchmal frustrierend, aber auch spannend. Also du empfiehlst so, sich richtig rein zu nörden in die Bienenbiologie und so weiter. Und wenn man jetzt aber eher so ein bisschen an dem Open Source und dem technischen Teil interessiert ist und sich da irgendwie denkt, ja cool, da möchte ich vielleicht irgendwie mal bei Imkerinnen in der Nähe vorbeischauen, aber ich würde vielleicht auch gleich gerne dort mit einem kleinen Kit anrollen, ja, und denen dann sagen, hey, hier hätte ich was für euch. Wie kann man denn da starten? Also zu dem Kit und zur Hardware und Software am besten bei uns wirklich anmelden im Forum und dann könnt ihr euch da schon mal Informationen holen. Auf community.hiveeyes.org. Richtig, danke für den Werbeeinblender. Und das ist auch noch ein Projekt. Es gibt auch,
Es gibt natürlich auch noch andere Communities, Blogger, die machen das eben auch zum Beispiel, haben auch ein schönes Kit im Angebot. Und da könnt ihr euch mal ein bisschen schlau machen. Und Imker findet ihr dann am besten über die Imkervereine. Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Imkervereine. Wie gesagt, sind unterschiedlich strukturiert. Aber gerade in den Städten sind auch viele, viele junge Leute dabei und spannende Leute auch, die sich halt interessieren, sowohl für die Bienen als auch vielleicht für die Technik. Und da mit denen Kontakt aufnehmen. Cool, danke dir. Die Chatfragen buzzen da jetzt so dahin. Sorry. Und zwar, wenn du sonst zu Spitzenzeiten alle 10 Tage inspizieren musstest, also somit ohne Sensoren, ja, wie oft machst du das dann mit der Computerüberwachung, also mit dem Sensor? Ja? Wenn du den Sensor hast, schaust du da trotzdem nochmal rein? Momentan schon, weil wir natürlich diese Logik und diese Algorithmen, die wir uns mal wünschen, vielleicht für in 5 Jahren oder in 10 Jahren noch nicht haben. Also das ist ja auch die Idee von diesem Bioobserver-Projekt, dass wir das quasi validieren. Also dass wir erstmal die Sensordaten haben und daran dann eben auch mit einer AI oder KI dann eben eine Auswertung haben und sagen, okay, das Volk ist okay. Aber es gibt eben so Grundwerte, sage ich jetzt mal. Wenn die Temperatur eben stimmt in einem Volk, diese 35 Grad, dann ist schon viel gewonnen. Also dann ist das Volk normalerweise zumindest nicht weißellos, wie wir aber auch gesehen haben in dieser anderen Grafik. Das geht halt noch 21 Tage so weiter. Also es schwankt dann vielleicht, wenn man das nicht so genau auf dem Schirm hat. Das waren jetzt auch super Daten, die wir da hatten, muss ich auch dazu sagen. Dann kann sich natürlich sowas verzögern. Aber ich glaube, mit Temperatur und Gewicht kann man das schon relativ reduzieren, dass man vielleicht sagt, okay, man guckt eben nur noch einmal im Monat rein oder noch weniger, je nachdem, welche Jahreszeit natürlich auch ist. Also in so einer Entwicklungszeit, da ist es natürlich auch schwierig, das immer so vorherzusehen. Und mit dem Wetter dazu kann man dann eben, hat man noch mehr Variablen, die dann eben das Ganze beeinflussen. Aber wenn man eben weiß, okay, in so ein Volk, in so ein Magazin passen vielleicht 20, 25 Kilo Honig rein und dann hat das eben vielleicht schon mal 10, 15 zugenommen, dann kann ich eben allein aufgrund der Stockdaten schon sagen, jetzt kommt der nächste Honigraum drauf. Und dann kann ich eben auch mit der Stockwaage sagen, wenn es keine Zunahmen mehr gibt, ja, jetzt gibt es nichts mehr, jetzt ist der Honig drin und ich muss dann eben ein bisschen warten, bis die den runtertrocknen. Da nehme ich dann meistens eben schon, wie man es aus der Langnese-Werbung sieht, diesen Refraktometer, also wo man dann ein bisschen Honig drauf macht und guckt, wie viel Wasser der tatsächlich hat. Aber ich kann es eben auch schon abschätzen durch das Ende der Tracht. Wenn ich nach der Trachtende dann eben nochmal ein paar Tage warte, kann ich meistens auch ganz gut sagen, der ist trocken genug zum Schleudern. Ja, spannend. Da bei dieser bei diesen ganzen Gedanken an Honig werde ich dann auch schon bald so ein bisschen hungrig auf das Abendessen. Jetzt sind im Chat auch keine Fragen mehr. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich, Clemens, und zwar, was ist denn dein Lieblingshonig? Ja? Linde, auf jeden Fall Lindenhonig. Also das ist so ein cooler Honig. Gibt es natürlich in Berlin, das ist der typische Berliner Honig und es ist ganz faszinierend, wenn man das Glas aufmacht und die Nase erstmal reinsteckt, hat man so eine Zitrusnote in der Nase. Also es riecht wirklich wie so orange Zitrone irgendwie. Und dann muss man natürlich auch erstmal essen. Und dann ist das wirklich ein ganz toller Honig. Super, köstlich. Das werde ich mir dann, glaube ich, auch bald mal gönnen. Und da ist ja jetzt auch jetzt die Lindensaison. Genau, ist jetzt zu Ende. Also wenn ihr jetzt zum Imker geht, jetzt, heute, dann fragt mal. Also es kann natürlich sein, dass es noch nicht geschleudert ist. Also hier riecht man es ja auch immer noch so ein bisschen zumindest draußen, dass noch ein paar Linden blühen. Also wie gesagt, der hat relativ viel Wasser noch, der Honig, und muss erstmal runtergetrocknet werden. Also vielleicht ist der Imker auch noch nicht am Schleudern. Aber die nächsten Wochen, wenn er irgendwie beim Imker mal vorbeiguckt und ihr wisst, da gibt es Linden in der Nähe, dann fragt. Perfekt. Da haben wir gleich schon mal einen Auftrag. Und ich darf auch noch mal ein Lob hier vom Chat weitergeben. Herzlichen Dank. Der liebe Hannes aus dem Chat sagt, danke an Sonja und Clemens, dass es sehr interessant war.
Und er bist ja immer nur bei kommerziellen Anbietern, Bee-Watch etc. reingeschaltet und dass der Hive 1 deutlich besser aussieht. Danke für das feine Feedback. Da freuen wir uns natürlich auch. Danke. Lieber Clemens, ich sage dir herzlichen Dank, dass du bei uns heute bei dem Community Talk dabei warst. Ja? Sehr gerne. Richtig gut. Wir können ja noch ewig weiter quatschen, aber wir müssen jetzt dann auch mal schnell den Honig akquirieren gehen. Ja, jetzt schnell auch zum Imker. Ja. Und liebe Community, liebe Chat, euch sage ich auch ganz herzlichen Dank fürs Einschalten heute bei unserem Community Talk Nummer 5. Wenn ihr in genau 3 Wochen wieder einschaltet, dann gibt es den nächsten Community Talk. Und zwar widmet sich der auch wieder einem ganz köstlichen Thema. Und zwar gibt es da nichts zu essen und zu riechen, sondern es gibt was zu hören und dann auch zu sehen. Denn bei dem Community Talk, da schaue ich gleich nochmal kurz, wie der tatsächlich genau heißt. Community Talk am 11. August, wieder um 17 Uhr. Das Thema lautet dann Beethoven Recomposed. Ein audiovisuelles Konzert für Menschen mit oder ohne Höreinschränkung. Und da wird dann Johannes für uns beim Community Talk dabei sein von Schnelle Bunte Bilder. Das ist ein Software-Team, das Visuals mit dem Software-Toolkit V4 programmiert hat. Und da hört man, da kann man Musik sehen. Also da werden 27 Instrumente aus einem Orchester übersetzt in unterschiedliche Animationen in unterschiedlichen Farben. Die Bienen hätten ja noch einen Vorteil, die könnten noch eine Farbe mehr sehen als wir. Gell, Clemens? Genau, die können im ultravioletten Bereich sehen, dafür sehen sie aber unser schönes Rot nicht so, das ist eher schwarz. Das stimmt, wenn die Bienen beim nächsten Community Talk einschalten und zuschauen, dann können wir da auch nochmal eine... Ja, jetzt, okay, ich glaube, es ist fertig, dieser Community Talk für heute. Vielen Dank. Ich sage herzlichen Dank an euch, liebe Zuschauer, lieber Chat, lieber Clemens. Bis bald. Tschüss. Ciao, vielen Dank.